Hallo liebe Heimkind-Fans, hier herzlich willkommen wieder auf dem Ruby TV YouTube-Kanal. Ihr habt ja gesehen, wir sind hier auf einer ganz tollen Veranstaltung. Mitsubishi hat hier endlich den Mitsubishi HC 9000 präsentiert. Das ist ja dieser neue eigene 3D-Projektor, der bei Mitsubishi jetzt nun doch letztes Jahr vorgestellt worden ist und der etwas länger für die Entwicklung gebraucht hat. Aber wie ihr gemerkt habt, die haben sich ja wirklich einiges einfallen lassen, um mit dem Gerät doch nochmal ganz anders dazustehen, als wir bis jetzt von den bisherigen Anbietern es gewöhnt sind. Und neben mir bin ich ganz stolz drauf. Seht ihr, haben wir Masato-san. Das ist Mr. Home Cinema bei Mitsubishi. Hallo. Und dann haben wir hier den Günther Holzhofer, der eine oder andere hat ihn schon mal gesehen, nämlich auf der IFA hat er uns schon mal Rede und Antwort gestanden zu seinen Produkten, die er in den letzten 2-3 Jahren vorgestellt hat. Satu-san, I would say congratulations to the product. Also, the wait was okay, also because we saw a lot of nice new features. Maybe you can tell me in some sentences the main points or the main special products. Benefits which you are integrated in the project. Yeah. And one a color space is white, like a CRT projector, green color space area, and on the cinema filter, and 2-point frame rate conversion, 2D interpol. Interpolation technology and 3D 3-point. Of course, 3D. And I think we can hear nearly nothing because it's very silent the machine. This is a typical feature of all of the Mitsubishi Home Cinema projectors. They're really one of the silent machines in the market. Und Günther, bezüglich der OPK habt ihr auch wieder was einfallen lassen, ne? Weil Mitsubishi Projektoren stehen ja doch dafür, dass sie ein sehr scharfes Bild bringen. Ne? Ja, die Optik war schon immer etwas Besonderes bei uns. Wir haben diese spezielle ED-Klasse, Color Dispersion, und das bringt halt eine extreme Schärfe, vor allen Dingen ohne chromatische Operationen. Die gesamte Optik besteht aus reinen Glaseinheiten, kein Kunststoff. Okay. Eckhard Schmidt from Cinefoam told us that he was measuring a lot of machines which are coming from the serial production, and he was really surprised because the light output is really a lot. Because we promised around about 1,000 Ansilum, and he was measuring and said, hey, they have really nearly 1,000 Ansilumen with the right colors. And how did you do it? You have a lamp, which is what is the watt power, or how much watt is inside the lamp? 280, 250, 280, 230. Okay, 230. Okay. And you have integrated a special green filter. Yeah. Okay, this green filter is for the best colors in 2D mode. Yes, and 3D mode. And include. But the brightness 20% degree. The color space is white. Benefit to color space white. Weak point 20% brightness down. Das muss man nochmal festhalten. Also normalerweise ist es ja bekannt, dass Projektoren häufig mit einem separaten Kinofilter ausgeschaltet sind. Aber dieser Kinofilter wird eigentlich nur zwischen der Lampe und den Panels gesetzt, sodass eigentlich über alle drei Farben durch den Filter entsprechend das Licht deutlich reduziert wird. Das kennen wir von Epson-Modellen, auch von einigen anderen Geräten. Hier haben wir jetzt in dem Fall ein neues Verfahren. Hier wird wirklich nur vor dem grünen Panel ein Filter gesetzt, sodass wir hier schlussendlich nur ca. 20% Lichtverlust haben, wenn wir mit Filter arbeiten, beziehungsweise wir kriegen das Bild eben auch wieder 20% heller, wenn wir ohne Filter arbeiten. Das ist schon ziemlich beeindruckend. The product is now in production? I hope so. The product is now in production? Ja, ne? Starting, ne? Es kommen jetzt ab dieser Woche. Diese Woche ist, das ist jetzt die Woche vor Karneval. Wir haben heute den 2. März. Es kommen jetzt täglich Geräte. Und es gibt eine Überraschung, es wird das Gerät nicht nur in Schwarz geben, sondern es wird es auch in Weiß geben. Ich hole mal, das ist das Gehäuse. Es wird also auch einen weißen, noch vielleicht etwas wohnzimmerfreundlicheren Projektor geben, weil offen gesagt, das ist ja schon ein Klopper. Es ist also schon mit momentan das größte Gerät, aber es ist auch mit das leiseste Gerät, was es im Markt für 3D-Projektionen gibt. Und das noch mit dieser Lichtleistung von 1000 Ansicht. Ja, ich sage mal vielen Dank und dann hoffen wir mal, dass wir in den nächsten Tagen da noch einiges von zu sehen bekommen und viel Spaß mit 3D bekommen. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.